Hallöchen, Freunde, und willkommen zur kleinen Sondersendung. Denn, ja, das Let's Play, dem ist quasi so stattgegeben worden. Und ich prüfe nur ganz kurz, haben wir Wasser? Wir haben Wasser. Weil dann gehen wir jetzt ein klein wenig in die Geschichte über. So, ich lagere das mal kurz. So. Also, dann gucken wir doch mal. Die Blaupläne, die sind ja jetzt in der ersten Linie mal egal. Wir haben schon ein paar gefunden. Mineraldetektor, okay. Die Seebahn können wir mittlerweile bauen. Sogar bis zur Stufe 3, okay. Jede Menge Gebäude können wir mittlerweile bauen. Hier gibt es aber mehr zu bauen als im normalen Subnautica. Hm? So, und wir gehen jetzt einfach mal die ganzen PDA-Einträge und Sprachnachrichten durch. Holy smokes! That did not go as planned. I should find a way into the water and get to the drop pod. Jo, das war ja nach unserer Landung. Found the drop pod. Okay. Well, Sam, I guess I might as well gather some tools and resources before starting my search. Hope that radio tower's as easy to spot as Lil said. Ja, gefunden haben wir ihn ja noch nicht, ne? Should be able to use this. Ribbon plants contain electrolytic materials that can be used in energy storage. Jupp, das ist für unsere Batterien. Sehr gut, ich habe einen Scanner, weitere Baupläne zur Datenbank hinzugefügt. Die Standardtauchflasche, der Seegleiter. Ich lasse es jetzt nicht vorspielen, das lesen wir uns so durch. Hat diese recht? Könnten ein Bau auf diesem Planeten leben? Altera hat wirklich Mist gebaut, wenn sie damit falsch gelegen haben. Motivationsposter, das haben wir gesehen. War das Sams Zimmer? Jupp, jupp, jupp. Versorgungsspeicher? Jupp. Verwenden sie Signalbojen? Jupp. Das klingt wie Notrufübertragung. Unbekannter Herkunft. Tiefe der Übertragungsquelle berechnet auf ca. 200 Meter. Okay. Signalboje von Altera geordnet. Station Delta. Dieser Ort hat Lillen in der Nachricht erwähnt. Baupläne für Notunterkunft. Mit dem Konstruktionswerkzeug können wir etwas bauen. So. Jetzt geht's los. Überleben müssen wir nicht lesen. Aufzeichnung und Kommunikation. Fangen wir von Sam an. Kein Zurück mehr. I don't think I have a choice. I have to neutralize the bacteria myself. I'm a little nervous. Okay, terrified. But this thing is a death sentence. We shouldn't be messing around with it. I'm no biologist, I know. So does everyone else here. I haven't spoken to Danny since we fought about it. Zeta said she'd handle it and then didn't. Lil practically begged me to drop it. This is completely beyond the scope of your work. You have to stop before you jeopardize your standing with the company. I don't want good standing with a transgov that would do this. Robin tried to warn me. Maybe she was right, and Altera really is unfixable. Maybe I deserve better than this. We all do. I've synthesized the antibacterial agent. I know my biochem at least well enough to do that much. I've stashed some away in one of the Pengling research caves, southeast of the Leviathan. That was probably the easy part. Now I just have to carry out the plan. Focus, be brave, worry about what happens next after the threat is neutralized. They're going to know it was me. If they send me home, what? When they send me home, where the ice isn't 20 feet thick, I can get my Augie bun back. We can cuddle under a nice warm blanket. Things with Robin will thaw out. They always do. Besides, I think she'll respect this. And then, maybe I'll start my own research outfit with an awesome team. I'd love to work on prosthetics again. Help people find peace and ease in their bodies. No more cold. No more spying. Nothing that can be misused. All right. Now's my time. I've got this. Okay, also hat Sam spioniert, wie ich das verstanden habe, ne? Vor allem hier, kein Spionieren mehr. Hat sie Industriespionage begonnen? Könnte sein, ne? So, ich lasse das immer vorspielen und scroll dann immer so langsam mit. Müsst ihr halt selber mitlesen, ne? Also für die Story-Begeisterten,
Die machen das ja dann, denke ich mal, sowieso. Und das hier ist ja dann Spezialfolge Storyline nachholen. Und dann werden wir im weiteren Spielverlauf dann sowieso die ganzen Dinger dann mit angucken. Robin, guess what? I got the job. I'm going to 4546B. Now I'll be able to improve the mechanical avian amphibian under real-world stress conditions. Listen, I know your stance on Altera, but I just hope you're happy your sis is happy. I sure hope my sis is happy. I can't wait till we talk again. Oh, I wanted to ask you something. Can you watch my Augie while I'm away? I need someone I can trust to look after my best little potato. Potato, listen. I tried, but that name is just not sticking. He's my little extra bite. I'll leave the starchy tubers nicknames to you. Anyway, if you say yes, thanks, baby sis. Love you. Die proteinhaltigen, frikadelligen Spitznamen. So, Nachricht um. Oh, Kelly Penguin. Ach nee, das ist der Roboter, oder? Sieht so aus. 4546B to Robin. Come in, Robin. Remember when we used to play old-timey Space Explorer? This is kind of like that, but it's even harder to communicate. Well, let's see. I got your last message. Altera is not, as you put it, Alterrorizing me. Things are going well. My project has a new name. Say goodbye to the mechanical avian amphibian, and hello to spy panglings. We're training the bots to mimic the creatures. Check out the photo. And I think I'm kind of seeing someone. I know it's not like me to just find a date, let alone on a mostly uninhabited water planet, but actually, you know what? Forget I said anything. Yeah, it's probably not even a real thing, but anyway, I'm sorry to hear Xenoworks might be strapped in the revenue department. Sounds like they still have you busy Xenoworking, though. I know there's no way to guarantee an alien intelligence startup will succeed, but you've put so much into it. I hope they find a way to keep going. I know how much it means to you, getting to work at a small place where you have control over your research. All right, I gotta go. Later, baby sis. Love you. Also, wir sind die kleine Schwester. Und was sind Xenoworks? Naja, vielleicht kommen wir dann noch dahinter. Also, wir haben auf jeden Fall nach intelligentem Leben gesucht. Und wenn das stimmt und die Erbauer hier auf dem Planeten sind, haben wir mit unseren Forschungen natürlich auch dann richtig Erfolg, ne? So, hier ist kein Foto dabei. Hey, Robin! I got your Augie photo. Thanks so much for taking care of him, even though he's a cranky Hey! The nickname actually fits that way. A cranky potato. I know he can be a handful, but I really appreciate it. I'm a bit worried about my other baby, the mission. One of my panglings found something big. But Altera is just like nothing to see here. Honestly, kind of glad you can't answer so you can't, you know, rub it in my face. Go ahead, bask in the fact that you were a little bit right about them. My project is on the line. My job, my safety. I heard about Xenoworks getting bought. I'm sorry. But at least you still have your job. I guess you're one of us now. Like it or not, welcome to the Altera family. I should probably go before I say something I regret. Love you. Keep your chin up. Eye on the alien prize. Tja, also ist unsere Firma, weiß nicht, ob es unsere eigene war, auch von Altera aufgekauft worden. Und da wir die nicht mochten, weiß nicht, ob das so gut ist. Aber wir sind zumindest auf Firmenkosten bis zum Planeten gekommen, ne? Das muss man natürlich auch mit beachten. So, und eine weitere Nachricht von Sam. Hey Robin, I'm sorry, my last message was so awful. I've been under a lot of stress. I'm not sure what's going on with anything. I can't really talk about it either. Oh, and I'm definitely not dating anyone on this water planet. Don't know what I was thinking there. Have I told you how cold it is here? Get this. I can't even get my wash and go dry before the wind freezes the moisturizer in my hair. Wild, right? Well, anyway, I'm sure you're mad at me after what I said. But I could really use a friend.
You're my sister. I love you. I'm sorry. Alles gut. Blut ist dicker wie Wasser. Von daher, wir haben sie auch lieb. Und außerdem sind wir zur Rettung hier, ne? Wie viel Liebe kann man denn sonst noch beweisen? So, gucken wir mal, was in der fünften Nachricht kam. Hey, Robin. I really need someone to know. I'm afraid something terrible is gonna happen. You were completely right about Altera, okay? You were right. I was wrong. And the cat should be called Potato. I admit it. Sorry. Bad attempt at a joke. I just... I don't know what to do. I guess I should just come out and say it at this point. I've said this much already. We found a frozen Leviathan that's infected with Kara. Altera thinks they can use it for something. Weapons, experimental treatments, a whole range of things. But one end of the range is ugly, dangerous, but profitable, of course. What if it gets out while we're messing around with it? Or worse, what if it ends up a bioweapon in the wrong hands? I hope I'm overreacting, but I don't think I am. Anyway, message me back, please. I could really use a friend. You're my sister. I love you. Tja, da hat man dann wohl den Rehe gefunden. Was ist denn jetzt gerade da außen los? Sekunde. Was ist hier für ein Krach? Oh, ein Blasenfisch. Den hole ich mir schnell. Ganz kurz, wir machen ein kleines Päuschen und dann geht's gleich weiter. Das hat jetzt aber nichts damit zu tun, ne? Nee. Okay. So, machen wir uns schnell ein Wässerchen. So, zack. Und weiter geht's mit der Todesanzeige. Und ich kann mir schon vorstellen, was mit der Schwester angeblich passiert ist. Oh, da muss ich vorlesen. Todesanzeige. Sehr geehrte Frau Ayu, im Namen von Zeta Landon, Leiterin der Robotikabteilung auf 4546B und Indra Cormac, Direktorin im Transstaat Altera, bedauere ich, Sie über den Tod von Samantha Ayu in Kenntnis setzen zu müssen. Bedauerlicherweise starb sie auf dem Planeten 4546B an den Folgen eines Unfalls, der auf ihre eigene Fahrlässigkeit zurückzuführen war. Bitte gestatten Sie mir, Ihnen das tiefste Beileid über den Verlust Ihrer Schwester auszusprechen. Da weitere Details derzeit nicht verfügbar sind, wird sich die Abteilung für Versicherung und Rückgewinnung mit Ihnen in Verbindung setzen, um Sie über Ihre Pflichten als Angehörige in Bezug auf die Rückzahlung von Schadensersatz und Anwaltskosten zu informieren. Sollten Sie Fragen haben, reichen Sie bitte das Formular A38 ein und Ihre Anfrage wird in der Reihenfolge des Eingangs beantwortet. Mit freundlichen Grüßen, Emmanuel Desjardins, Kommunikationsvermittler auf 4546B, Transstaat Altera. Haben die eine Macke? Ich zahle doch keine Kosten. Also sind wir quasi ein Detektiv in geheimer Mission sozusagen, ne? So, tut mir leid wegen ihrer Schwester. Oh, da gibt's wieder was zum Hören. I want to offer my sincerest condolences on the passing of your sister. I got to know Sam better towards the end of my mandate with Altera on 4546B, when we were thrown together as basemates at Outpost Zero. She spoke often and fondly of you. I thought you should know, it didn't sit right with me when Altera blamed Sam's death on negligence. The Samantha Ayu I met was many things. Kind, clever, devoted to her work, but never negligent. I wish I could offer you something more substantial, but my access to information has been cut off. You may be in a better position to look into things than I am. If you're able to, Delta Station was our HQ. They were in a big hurry to leave, and there might still be information to be found there. It has a big radio tower, impossible to miss. I hope you find the answers you seek. Lillian Bench. Okay, sie hat uns quasi den Tipp gegeben, ich sollte das mal untersuchen, weil es da wahrscheinlich nicht mit rechten Dingen zugeht. Unsere Aufgabenliste: Beetkästen abernten und neues Saatgut ausbringen.
Jo. Maschinenöl und Kühlmittel nachfüllen. In Arbeit. Fertige Forschungsproben dokumentieren. Erledigt. Erforschung des Kraftfelds in Forschungsstation 0 fortsetzen. Ist in Arbeit. Wochenbericht senden. Ist in Arbeit. Krebse lackieren. Offen. Ach, den Roboter wahrscheinlich. Türschloss der Basisluke reparieren. Monatspatrouillen der Außenposten durchführen. Navigationsausrüstung rekalibrieren und Innenraumluftfilter überprüfen. Ach, wir sind Techniker, okay. Broschüre Forschungsstation 0. Herzlich willkommen in Ihrem neuen Zuhause, weit von zu Hause auf 4546B. Diese Broschüre gibt Ihnen einen Überblick über Ihre neue Unterkunft. Leben Sie sich ein! Der Sektor 0 besteht aus 2 Quadratkilometern Ozean, an den im Norden und Westen Gebirge angrenzen. Diese Region des Planeten ist von Eis und Schnee bedeckt. Es herrscht fast ganzjährig Winter. Extreme Wetterereignisse sorgen zu jeder Zeit für spektakuläre Himmelsspiele. Aus unbekannten Gründen wurde der Sektor von den Erbauern als Dreh- und Angelpunkt für ihre Einrichtung ausgewählt. Seit der Freisetzung des Enzyms 42 in das weite Ökosystem blüht das Leben in diesem Gebiet auf. Machen Sie es sich gemütlich. Die Forschungsstation 0 bietet Einrichtungen, die sich auf dem neuesten Stand der Technik befinden, darunter Unterkünfte für 3 bis 6 Personen, voll ausgestattete Wissenschafts- und Ingenieurssektion, Freizeit- und Sportanlagen, große Anbaufläche für Wasserfiltersystem und autarkes Leben, Abteilung zur Wettervorhersage und natürlich das Krebsdock. Erkunden Sie! Sie, wertes Mitglied des Froststrudels, wurden auserwählt, die Hauptsektorbasis zu bemannen, die sich direkt unter der primären fremden Hauptforschungsstätte befindet. Von dort aus werden Sie fremde Kommunikation und Technologien erforschen sowie Missionen zu verlassenen Anlagen andernorts im Sektor unternehmen. Jo. Oh, die Zukunft von Xenoworks. Jetzt bin ich gespannt. Die Zukunft von Xenoworks von Jax Isis. Betreff die Zukunft von Xenoworks. Seid gegrüßt, Xenoworker. Ich weiß, es waren viele Gerüchte im Umlauf, deshalb möchte ich einfach ein paar Dinge klarstellen. Im Geiste der Offenheit und Transparenz, von denen ihr wisst, dass sie uns allen hier viel bedeuten. Zuallererst, nein, Altera hat uns nicht gekauft. Wir sind immer noch Xenoworks. Wir werden keine Büros verlegen und keine hierarchische Struktur bekommen und erst recht nicht euch alle in die Zentrale holen oder sowas. Ihr solltet aber kommen, allein wegen der Häppchen. Wir sind immer noch das freche, lebendige Forschungs-Startup, bei dem ihr alle unterschrieben habt. Was bedeutet also diese Mehrheitsbeteiligung? Nun, um es ganz klar auszudrücken, es bedeutet mehr. Mehr Ausrüstung, mehr Forschung, mehr Risiko, mehr Experimente, mehr von allem, der Mehrpack halt. Mehr von allem, was uns großartig macht. Und vor allem mehr Kohle. Für euch und eure Forschung. Und ja, auch Häppchen. Lina wird sich in Kürze mit euch in Verbindung setzen, um eure alten Xenoworks PDAs gegen coole neue Altera-Geräte auszutauschen und euch dabei zu helfen, euch mit einigen wirklich kleinen Änderungen in der Firmenpolitik vertraut zu machen, die uns dabei helfen werden, dass alles auch in Zukunft entspannt und reibungslos läuft. Also, Glückwunsch an uns alle. Wir haben das zusammen geschafft und können jetzt noch so viel mehr erreichen. Bis bald. Isis Jax, Spezialistin für Kommunikation, Xenoworks. Okay. Das Altera-Personal. Dr. Lillian Bench. Die hat uns ja den Tipp gegeben. Leitende Wissenschaftlerin Xenobiologie berichtet an Emmanuel Desjardins. Aktuelles Projekt Instandhaltung, vorheriges Projekt Erbauerintelligenz. Persönlichkeit ist mir egal. Dr. Samantha Ayu, unsere Schwester. Wissenschaftlerin Robotik berichtet an Emmanuel. Aktuelles Projekt Instandhaltung, vorheriges Projekt Speerpinguinentwicklung. Der Speerpinguin. Bin mal gespannt, ob wir den finden. Hat sich angehört, als wäre da außen was gestorben. Moment. Ach, das regnet, hä? Okay, Regen wollen wir nicht. So, weiter im Text.
Wo fängt man denn an? Oben oder unten? Ich fange einfach mal hier an. So. Los geht's, einmal zuhören. Hey Sam, you wanna say hi to my kids? I told them I'd show them a day in the life of a scientist. Of course. Hi Oren, hi Svea. Tell us what you're working on. Oh, this is a personal project. Looks more like biology than robotics. Yeah, I was just thinking, I know no one is on my side with this, but what if I just found a way to take care of the deadly bacterium? I wouldn't say no one is on your side. I'm on your side. I know, but you won't say anything to Emmanuel or Zeta or anyone. What effect would it have if I did? I'm not exactly employee of the month right now. I know. I wouldn't want you to risk more than you already have. I'm sorry. I wish I could do more. What are you working on there? And what do you mean by take care of the deadly bacterium? Is that thing still recording? Oh, right. So, that was Sam, kids. I'll turn this off now. Ja, besser ist das. So, kleinen Moment mal, ganz kurz. So, Entschuldigung. So, aufgezeichnete Unterhaltung. Samantha, Ayu und Fred LaChance. I'm telling you, Sammy, you see some weird things when you spend half your day in a sea truck. More vandalism? Was it the sea monkeys again? I don't think so. I can't shake the feeling this planet is cursed. There's no such thing as a curse. Yeah, you're probably right. That's nothing. You wouldn't want to hear about it anyway. Just a huge creature frozen in ice. What? Where? In a cave, not far from your lab. And here's the extra weird part. As soon as I called it in, they closed off the area. Don't want anyone going in there. But why? Sammy, I'm no biologist, but I think there was something wrong with it. Its skin just seemed off. Alien. An alien on planet 4546B? No. I'm serious, Sam. Something ain't right. Wish I could show you, but I can't get back in there. You can't. But I might know how to. Whatever you're thinking, we never had this conversation. Okay, also, sie haben den Leviathan gefunden. Ich brauche was zu trinken. Sie haben also den Leviathan gefunden. Na, gucken wir mal, wie es weitergeht. Erbauer Forschungsnotizen. Na, gucken wir mal, was die so gesagt haben. While other teams have been pursuing more nebulous approaches to awakening the architects, I've tried to take a more practical approach. We know these part organic, part digital beings stored what they thought of as themselves on computers within their sanctuaries, and we know efforts to wake or communicate with them have been in. My theory is that to make first contact, these digital ghosts must first be recombined with an organic component. As Dr. Kaz Slaney's classic study noted, we know they had means to grow cybernetic bodies and to transfer their data patterns between them. There is a known probable architect sanctuary in this sector, but entry is not currently possible. If I can get inside and present the right vessel, I do think we will be successful. Deshalb haben die auf dem anderen Planeten die Tiere gezüchtet. Die haben die nicht getötet, die haben die gezüchtet, okay? Oh, was zum Vorlesen. Fremdartiger Eindringling. Ein Spiel voller Täuschung, Außerirdischer und Paranoia. Anleitung. Fremder Eindringling ist ein Spiel für 6 bis 15 Personen. Ein Spieler fungiert als Spielmeister und einer als Schwarmwurz. Die übrigen Spieler sind Wissenschaftler und einer Forschungsmission, auf einer Forschungsmission. Gesamtzahl der Spieler geteilt durch 6. Alle Wissenschaftler sind insgeheim fremde Eindringlinge. Entschuldigung, Schwarmwurz. Der Schwarmwurz ist eine Meisterin der Täuschung und zieht im Hintergrund sämtliche Fäden. Sie weiß, wer die Fremden und wer die Wissenschaftler sind. Dieser Spieler beobachtet das Spiel und versucht, die fremden Eindringlinge so zu manipulieren, dass sie alle Wissenschaftler töten.
Die Schwarmwurz gewinnt, wenn 3/4 der Wissenschaftler eliminiert wurden, bevor sie alle ihre Aufträge erledigt haben. Die fremdartigen Eindringlinge. Diese Spieler wissen nicht, dass sie fremde Eindringlinge sind und meinen, normale Wissenschaftler zu sein. Okay. Die Wissenschaftler? Die Aufgabe der Wissenschaftler ist es, zu überleben und die fremden Eindringlinge zu töten oder alle Aufträge zu erfüllen. Die Wissenschaftler wissen nicht, wer die Fremden sind. Die Wissenschaftler gewinnen, wenn die Fremden tot sind oder alle Aufträge erledigt wurden. Jo. Der Spielmeister. Der Spielmeister führt das Spiel und stellt sicher, dass alle Zyklen durchlaufen werden. Die Schwarmwurz teilt ihre Absichten dem Spielmeister direkt mit und der Spielmeister sagt den Spielern dann, wie sich ihre Absichten auswirken. Okay. Phasen. Das Spiel ist in Tage unterteilt. An jedem Tag können die Wissenschaftler bzw. Fremden entscheiden, ob sie einen Auftrag erledigen oder einem Spieler nachspionieren möchten. Dann sagt die Schwarmwurz dem Spielmeister, ob sie eine Saat des Misstrauens auf ein bestimmtes Spionageereignis anwenden möchte. Oder ob sie das Spionageziel eines Fremden eliminieren möchte, soweit verfügbar. Dies geschieht im Geheimen zwischen der Schwarmwurz und dem Spielmeister. Der Spielmeister lässt daraufhin die Ergebnisse der Spionage verlauten, egal ob diese durch die Schwarmwurz beeinflusst wurden. Danach haben die Wissenschaftler bzw. Fremden 3 Minuten lang Gelegenheit, über die Ereignisse des Tages zu sprechen. Daraufhin dürfen sie per Mehrheitsentscheid einen Wissenschaftler auswählen, der eliminiert werden soll. Schließlich gehen die Wissenschaftler bzw. Fremden schlafen und beginnen den nächsten Tageszyklus. So eine Art Spiel kenne ich, das ist gar nicht verkehrt, das macht Laune. So, ich zähle die Tage von Lillian. Ah, my darlings, Brian, Svea and Oren, I'm counting the days until I can come home and give you all the hugs and kisses. Since my research project was cancelled, they have me at a place called Outpost Zero doing... nothing much. Just cataloging things, plants, the occasional animal, but it's mostly ice where I am, so there's not a lot of new stuff to find. Svea and Oren, you know how you get bored when your hover dance teacher makes you practice skills 15 minutes over schedule and it eats up your freestyle time? It's a bit like that. But I have a new roommate, Samantha, a roboticist. You should see her little bangling box. Oren, you'd love them. But she got management upset. I guess this is just where they send you if they decide you're too much trouble. I'm kind of glad she's here, though. I was getting lonely. I'm still trying quietly. I don't want any more trouble to figure out where I went wrong. I was sure. I picked up a distress signal. I was right on top of it, and then it just... stopped. What if someone, an architect, is still down there and needs help? I'll be home before I ever get to find out, and it will fall to some future researcher to come and find out, I guess. I hope. But oh, I can't wait to be home with you. When are you going to send me some more art? There's still a patch of bare wall here that could use some colour and a touch of genius. I miss you. I love you. I hope you're still proud of me. I'm proud of you. Dann waren wir doch schon auf der Forschungsstation 0, weil Samanthas Zimmer haben wir ja schon gefunden. Der Lieferstatusbericht haben wir wieder was auf Amazon bestellt. Ah, jeez. These sea monkeys are gonna get me in trouble. This is the third shipment that those buggers have gotten their weird little hands into. Now we're running low on flares and I'm gonna have to search nearby nests for stolen cargo. They're lucky they're kinda cute. Raccoons of the sea, those ones. Durchwühlende Müll. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz Forschung. Okay, das hier ist einfach nur das, was wir schon alles gesehen und entdeckt haben. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Tagebuch können wir noch machen. Technik ist... das brauchen wir auch nicht. Und Überleben brauchen wir auch nicht. Gut, dann lesen wir jetzt noch das Tagebuch. Mineralien in Hülle und Fülle. I was a little nervous about dropping into an unknown area, but luckily, this biome seems to have an abundance of minerals I can use for tools and upgrades. I didn't want another situation like Byzantos 5. When Xenoworks dropped me off, there were barely any resources. I survived off the land for 3 months with just a knife, my lucky PDA, and some rope.
I am still kind of proud of that, though. Ja, wenn du daraus dann eine Rakete basteln kannst, dann gehörst du zu zum Geiber-Mac, ne? Ein Notruf. Picked up what sounds like a distress call. Who or what is out here calling for help? It didn't sound human. Maybe it's from a remnant of Architect technology. In her message, Sam's colleague did say there was something important here. Even if it's just a mimic from one of the more intelligent aquatic specimens, that could be a major find. Or if it's from Altera, it could have bearing on what happened to Sam. I should definitely check it out. Auf jeden Fall. Sam's Exil. I know the brightest ideas can flourish in the middle of nowhere, but geez, it's practically off the map. Who names an inhabitable place Outpost Zero? Sounds like a prison. Most people would jump at the opportunity to get paid and sit and do nothing. Not Sam. She was always ready to work, and always looking to make things better. I can't believe Altera cut her down while she was just getting started. And they have the nerve to call her negligent? I think they drove her to an extreme. What did they want Sam to do out there? Fix faulty wiring kits and, I don't know, write poetry to pass the time? Nothing wrong with poetry, but they hired her to do what she was best at. Build robots. She must have been miserable out here. Ja, vielleicht finden wir ja den einen oder anderen Roboter. Ich will so einen Spionage-Pinguin haben. Endlich scannen. In goes the battery in titanium, out comes the scanner. Every xenobiologist's favorite tool. This planet has some fascinating flora and fauna, and I can't wait to learn about them. This will also give me access to a greater tool set. I'm assuming Altera left behind tech that I can scan for blueprints. That should make surviving and exploring out here a bit easier. Don't worry, Sam. I haven't forgotten I'm here for you. But it can't hurt to do a little research on the side, right? I know you would have done the same. I will find out what happened to you. I promise. Gut. Signalmanager. Es gibt noch eine Signalboje, Anleger zur Station Delta, das Erbauerreservat und die Landekapsel. Okay. Gut, somit sind wir quasi einmal geschichtlich soweit durch. Und in der nächsten Folge fangen wir quasi damit an, dass wir weiterspielen. So, ich speichere jetzt noch einmal und dann sage ich vielen lieben Dank fürs Einschalten, für die Story. Und wir sehen uns dann wieder beim Let's Play. Und bis dahin wünsche ich euch was. Macht es gut und Tschüssikowski.